Hey Moak, du alter Hartz-IV-Terrorist. Hey Lenny, du arbeitsscheue Kalkleiste. Was geht mit dir? Was treibt dich denn hierher? Hä? Was soll ich mich denn hier rumtreiben? Ich spaziere rum und dachte an nichts Böses, bis ich dich getroffen habe, Alter. Und was machst du hier? Icke? Naja, ich los nur so ein bisschen. Erwerbslose, Arbeitslose, Obdachlose? Welche Lose? Ich meine die Obdachlosenlotterie. Kannst du echt gutes Zeug gewinnen? Gute Sachen bekommst du da doch nur, wenn du echt Glück hast. Was kann man eigentlich gewinnen? Warte, ich hab hier einen Prospekt und schau mal, was es hier so Feines zu gewinnen gibt. Da, Lenny, schau. Ein Jahr lang kostenlose Parfümproben von Johann Astor kosmetik. Ja, sehr bekannte Kosmetikfirma, Johann Astro. Ja, ja. Oh Mann, Mord, hey, die kennt doch kein Schwein. Noch so ein Hammergewinn. Ein Jahr lang kostenlos einen Cheeseburger bei den Tafeln. Yes, Gammelfleisch lässt grüßen. Und was kommt als nächstes? 5 Jahre kostenlos Fußpilz? Nee. Oder 6 Jahre jede Woche 2 Liter Luft gratis? Ach, warte, ich weiß was. Ein Date mit einem Typen, der Dünsch heißt. Geilo, Lenny, du kennst den Prospekt auswendig, wa? Echt geil, wie machst du das? Ich hab nicht umsonst 4 Jahre auf der Baumschule Buchstaben getanzt. Das wird sein, mein Mester. Aber eine hast du noch vergessen. Hier, schau, echt heftig. Lass mich raten, eine Woche umsonst obdachlos. Nein, ein Jahr lang kostenlos durch Europa mit der Deutschen Bahn. Ich lese dir das mal vor. Ein Jahr fahren Sie und eine Person Ihrer Wahl kostenlos mit der Deutschen Bahn durch Europa, inklusive Verpflegung und Getränke. Geil, das ist so heftig, da kaufe ich mir glatt auch ein Los. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Moat, halt mir mal den Rücken frei. Ich dattel mal rüber und hol mir ein Los. Na dann, leg mal los. Hey, Alter, da bin ich wieder. Nur noch 3 Lose hatte er. Alle guten Dinge sind 3. So, nun aber mal schauen, was ich gewonnen habe. Los 1, ja. Ach Mann, Niete. Los 2, der Countdown läuft. Oh, schon wieder eine Niete. Hey, Moat, wenn ich gewinne, egal was das ist, das teile ich dann mit dir, okay? Mal sehen, wenn's die Schuhcreme von Connor wird, kannst du die von mir aus behalten. Na, schauen wir mal. Alle guten Dinge sind 3. Ach nee, oder? Ich hab gewonnen, das Bahnticket, durch Europa. Ach du Scheiße, Moa, das ist geil, da fahr ich mit Sina durch Europa. Nicht mit Sina, mein Mister. Hast recht, lieber mit Jana. Nicht mit Jana, ich sag dir, wie dein Begleiter heißt. Also Moa, das mit der deutschen Aussprache müssen wir noch üben, das heißt deine Begleiterin. Naja, 20 Jahre in Deutschland, aber so kleine Aussprachefehler kommen schon mal vor, ne? Mag sein, also deine Begleiterin heißt Moat. Hast ja auch gesagt, dass du mit mir teilen willst. Genau, aber hör mal Moat, das kannst du nicht machen. Was ist denn mit Caro und Jenny? Die brauchen einen Vater. Caros Vater wohnt in Italien, den brauchst du nicht. Und was Jenny angeht, die steht doch mit beiden Beinen im Leben. Außerdem muss die Oma lernen, selbstständig zu werden. Da bin ich voll begeistert. Mit dir Europa erkunden. Ja, ich wusste doch, dass dir das gefällt. Und mach dir um Caro keine Sorgen. Ich sag dir einfach, ich wurde nachträglich zur Bundeswehr eingezogen. 4 Monate dauert die Grundwehrzeit, ja? Und ich muss nach Stuttgart, um dort die Wehrzeit abzuleisten. Und das sag ich einfach. Und somit brauche ich nicht wieder nach Berlin zurück in den 4 Monaten. Boah, ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen edlen Tropfen. Lass uns mal in die Schenke datteln. Klasse Idee, Alter. Ich sehe schon, du freust dich echt, wa? Das wird dir immer besser. Und du behauptest dann noch, ich muss mit, wa? Haha, ich brauche Alkohol. Aber deine Idee ist auch Hammer. Lass uns mal los. Meine Güte, der Mohat und ich zusammen quer durch Europa. Das kann ja was geben. Was meinst du, ob wir auch England sehen? Das kann schon sein. Wow, oder den Äpfelturm? Das heißt Eiffelturm. Oder den Kiefernturm von Pisa? Das ist der schiefe Turm von Pisa. Junge, Junge, ich habe auch das Gefühl, dein Verstand nimmt zusehends ab. Erstmal in die Schenke datteln, was trinken. Mal gucken, vielleicht können wir schon nächste Woche losfahren. Berlin.